Helge holt zuletzt am Wochenende nochmal einen Sieg eingefahren. Du bist ja eine Person, die sehr viel über sehr viele Dinge nachdenkt auch. War dann die letzte Woche wie vielleicht vom Kopf her wieder ein bisschen entspannter für dich, für das Trainerteam allgemein? Nee, ehrlicherweise überhaupt nicht. Ich habe mir natürlich auch viele Gedanken über das letzte Spiel gemacht, aber auch über die Wochen zuvor. Ich glaube, ich kann schon sehr, sehr gut einschätzen, wie die letzten Spiele gelaufen sind, was gut lief, was vielleicht nicht so gut lief. Und ja, wir arbeiten natürlich daran. Insgesamt ergebnistechnisch haben wir jetzt letzte Woche wieder einen Sieg eingefahren. Aber dass wir natürlich auch in den nächsten Wochen erfolgreich sein können, das ist das Ziel. Und ich glaube, da muss man gerade sehr, sehr kritisch auch in diesen Momenten sein, wo es läuft, aber auch wo es nicht läuft, dass man die Dinge hinterfragt, dass man sich Gedanken macht, dass man analysiert und dann möglichst auch an den richtigen Punkten ansetzt. Also ich habe mir zwar vorgenommen, ein bisschen weniger zu machen, auch in den 2 freien Tagen nach dem letzten Spiel, habe mich aber dann ertappt, wie ich ja nachts eigentlich mir das Spiel schon wieder zweimal ja, angeschaut habe und geguckt habe, was wir auch verbessern hätten können. Welchen Ziel oder welche Erwartung geht ihr jetzt in das Spiel gegen SCW in Brück, wenn man zum Beispiel auf die Auswärtsbilanz bisher schaut? Ja, die wollen wir natürlich verbessern, ist klar. Zu Hause läuft ja vieles schon sehr, sehr gut. Gerade auch von den Ergebnissen auswärts haben wir viel Luft nach oben, spielerisch, aber auch ergebnistechnisch. Und das muss auch das Ziel sein jetzt für die verbleibenden Spiele, gerade wenn wir so oft auswärts spielen, da unsere Bilanz zu verbessern, aber auch die Art und Weise zu verbessern. Und da wollen wir möglichst in Wiedenbrück mit anfangen. Du sprichst die Art und Weise an, gibt es dann auch bestimmte Schwerpunkte, so sportlich, inhaltlich, was da ja, die Ziele sind in den nächsten Spielen? Ja, ergebnistechnisch hat die Mannschaft sich zusammengesetzt und auch Gedanken darüber gemacht, was eigentlich noch erreicht werden soll oder mit welchen Zielen sie auch die letzten Spiele angeht. Das Gleiche gilt auch inhaltlich. Das möchte ich natürlich jetzt nicht preisgeben. Und genauso haben wir natürlich auch gewisse Vorgaben an das Team, was wir erwarten, auch was wir in den nächsten Spielen erwarten. Ich glaube, gerade was Einstellung und Bereitschaft anging, war ja die Benchmark von Viktoria Köln schon sehr, sehr gut. Da wollen wir dran anknüpfen. Und natürlich wollen wir auch gucken, dass wir fußballerisch wieder in diese Leichtigkeit reinkommen, in diesen Flow reinkommen, wo wir zum Teil auch in der Hinrunde vor der Winterpause da waren. Das wird das Ziel sein. Und ich bin guter Dinge, wenn wir das hinbekommen, dass dann auch die Ergebnisse dementsprechend folgen werden. Ja, der SCW in Brück, der steht ja in Anführungszeichen nur auf dem 11. Tabellenplatz, hat aber die zweitbeste Defensive der Liga. Was ist denn so der Plan? Wie geht man da vor gegen so eine defensiv starke Mannschaft? Ja, ich glaube, Wiedenbrück hat eine sehr homogene, eine sehr gute Mannschaft, eine eingespielte Mannschaft, die über Jahre hinweg jetzt in der Regionalliga einen guten Job machen. Und das wird nicht einfach, gerade weil Wiedenbrück auch zu Hause sehr, sehr stark ist. Da gilt es insbesondere darum, ja, die wenigen Räume, die der Gegner uns bietet, gut zu bespielen, gut zu besetzen. Ja, ich glaube, wir haben schon den einen oder anderen Raum auch festgemacht, wo sich Möglichkeiten ergeben, darüber ja, Kraft, Energie und auch das Spiel zu gestalten. Das wollen wir tun. Und gleichzeitig musst du natürlich gegen so eine Mannschaft auch immer sehr, sehr wach sein, dass du hinten selber stabil bist und gerade ja, im Thema Kontersicherung und Gegenpressing gut vorbereitet bist. Personell bist du ja durch die Sperren von Jannis Held und Freddy Baum gezwungen, deine Startelf umzubauen. Was gibt es da für Planungen? Es gibt ja durchaus Spieler, die sich da wahrscheinlich auch aufdrängen. Ja, da möchte ich gar nicht zu viel verraten. Klar, wir müssen 2 Personalien oder zwei Spieler austauschen, weil sie einfach nicht dabei sein können mit Freddy und mit Jannis. Aber wir haben gute Möglichkeiten auch in der Hinterhand. Einige Jungs ja, haben zuletzt ja auch nicht begonnen, wie Lukas Wilton, wie auch Tim Kołczuszek, die vorher sehr, sehr oft unter den ersten 11 waren. Aber auch andere Jungs, die ihre Sache wirklich gut machen hinten dran. Leron Czartowski hat, glaube ich, auch gegen Viktoria Köln schon gute Minuten gehabt, drängt sich im Training auch immer mehr auf. Und da müssen wir einfach überlegen, was die beste Option dann auch für Wiedenbrück ist. Und sonst personell, Alex Heinze, zu Julian Schwermann, Uli Bapo, wie sieht es bei denen aus? Genau, also bei Julian Schwermann ist es so, dass er nächste Woche wieder komplett im Mannschaftstraining ist, hat jetzt schon Teile mitgemacht. Uli ist seit dieser Woche wieder im Mannschaftstraining, hat natürlich dann noch ein bisschen Trainingsrückstand. Alex ist auch wieder voll im Mannschaftstraining, hat aber noch, ja, ich will nicht sagen Probleme, scheut noch so ein bisschen so die Zweikämpfe. Das wird noch mal 1, 2 Wochen auch dauern, bis er dann auch wieder voll einsatzfähig ist, auch im Meisterschaftsbetrieb. Ansonsten, klar, Ösi ist noch raus, plus die gesperrten Spieler, aber ansonsten können wir auf alle zurückgreifen. Gut, danke. Gerne. Ja, ein Gesicht, was wir bei der Alemannia schon einige Jahre gesehen haben, hier vor der Kamera noch nicht so häufig, Hans Schwillmann, unser Torwarttrainer. Ja, Hans, du bist jetzt in deiner dritten Amtszeit hier bei der Alemannia, hast viel erlebt. Wie hast du denn das Torwartspiel erlebt, wie sich das verändert hat, speziell dann auch in der Regionalliga?
Ja, es wird immer mehr fußballerisch gefragt von den Torhütern. Also dann musst du auch Einheiten, Trainingseinheiten, musst du alles anpassen darauf, weil der Torhüter bekommt immer mehr Bälle zurück, muss viel mehr mit dem Fuß machen. Also dann muss man sich auch wieder anpassen. Gibt es denn irgendwas, was dann ein Torhüter speziell in der Regionalliga vielleicht anders machen muss als in den oberen Ligen? Nein, die Qualität muss gleich sein. Also wichtig ist dann, dass du von Annahme bis Passspiel, dass du das dann auch vernünftig hinkriegst. Analysierst du mit deinen Torhütern nach so einem Spiel die einzelnen Szenen, was vielleicht gut gelaufen ist, was verbessert werden muss? Ja, die wichtigen Szenen. Guck, alles Basis mache ich nicht, aber wichtige Szenen, die werden dann besprochen. Aber jetzt nicht jede Kleinigkeit. Nein, weil das bringt nichts. Ja, ich sehe da nie den Mehrwert, dass du die kleinen Sachen besprichst, weil meistens weißt du ja das selber schon. Und kleine Sachen braucht man nicht zu besprechen. Die wichtigen, da geht's drum. Jetzt haben wir in dieser Saison zwei Torhüter, die durchaus den Anspruch haben, in der Regionalliga als erster Torwart im Tor zu stehen. Wie erlebst du aktuell das Leistungsniveau auch im Training zwischen den drei Torhütern? Sowieso vom, wie die sich verhalten, auch untereinander, das geht prima. Ja, du siehst, dass das Konkurrenten sind, das ist auch gut, weil du brauchst immer auch eine Nummer 2, die die Nummer 1 unter Druck setzt, und im Moment im Training sieht man das auch zurück, also das funktioniert prima. Jetzt steht aktuell mit Marcel John ein Torwart im Tor, der auch für die nächste Saison schon Vertrag hat. Wie erlebst du ihn als Torwart? Was sind seine Stärken in seinem jungen Alter? Er ist erst 20 Jahre alt, was kann er vielleicht auch noch verbessern? Seine Stärken ist sowieso das Fußballerische. Auch seine 1 gegen 1, die 1 gegen 1 Situation. Was bei ihm noch besser kann, das denke ich, das sind Flanken abfangen. Und dann rede ich über Abfangen, wo er jetzt noch manchmal die Bälle wegboxt. Also da können wir noch richtige Schritte machen. Gut, danke Hans. Okay, gern geschehen.